Guten Tag, ihr Menschen da draußen. Ich bin's, der Dave, mal wieder mit einem neuen Anspiel von Spider-Man. Ich weiß, das Spiel ist schon etwas älter. Jetzt? Wann war's? Juni, ne? Und eigentlich ist ja auch Batman gerade aktuell. Aber ich habe jetzt erst jetzt meine Finger dran kriegen können und Scheiß drauf. Was mache ich? Hier, spiele ich jetzt gerade. Mensch, Held oder Superheld? Ja, Spider-Man ist ein Superheld oder nicht, ne? Ich weiß zwar jetzt nicht, ich denke mal, es ist schwer. Aber ich kann ja keinen Menschen nehmen, das ist ja Schwachsinn. Peter, was machst du denn hier? Ich hole sie aus diesem Irrenhaus raus. Spielt ja nach dem Film übrigens. Wer es noch nicht wusste. Und aus gutem Grund. Es ist verrückt, ich weiß. Aber uns läuft die Zeit davon, Connors. Etwas Schlimmes ist passiert. Etwas wirklich Schlimmes. Etwas wirklich Schlimmes. Ich habe schon Angst. Es ist ein paar Monate her, dass der Wissenschaftler Kurt Connors die Echse auf die Bürger von New York City losgelassen hat. Oscorp, in den Augen der Öffentlichkeit vollkommen unschuldig an dem Zwischenfall, unterstützt mittlerweile die Taten ihres neuen Top-Wissenschaftlers, Alasdair Smythe. Geilste Name der ganzen Welt. Ich habe ihn auch falsch ausgesprochen, fällt mir gerade auf. Alasdair oder so hieß es. 5 Minuten vor dem Zwischenfall. Wir springen aber hier ganz schön in der Zeit. Hey! Danke fürs Mitkommen, Pete. Das ist mutig. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Ah, ich muss was ändern. Tut mir leid. Einstellungen. So, sonst wird das hier nämlich nichts. Hoffentlich wird das besser als mein erster Besuch. Das war nicht schön. Keine Sorge, wir sehen uns nur ein bisschen um. Abends gehen hier merkwürdige Dinge vor sich. Dinge, die Dr. Smythe beenden will. Er ist kein schlechter Mensch. Er will diese Firma verändern. Ja, das kenne ich aus dem Video. Also, was ist faulig im Staate Oscorp? Ich glaube, sie setzen Dr. Connors Arbeit fort. Versuche zur Artenkreuzung. Komm schon. Moment. Etwa noch mehr Echsen? Noch mehr von allem. Ich weiß nicht genau, aber wir finden es heraus. Oscorp verfügt über das Wissen und die Mittel. Warum sollte man das nicht zum Guten nutzen? Deshalb bin ich hier. Dr. Smythe will etwas ändern. Ich weiß. Seine brillante Forschung läutet eine neue Ära für die Menschheit ein. Aha. Okay. Warte mal kurz. Zumindest sind wir hier draußen sicher. Wir kommen eh nie rein. Das ist ja... Halt, ach so, wir brechen da gerade ein. Das treffe ich ja jetzt erst. Wow, sieh dir das an. Ich kannte Dr. Smythe ja als den Nanobot-Typen. Aber der hat ja auch große Roboter. Nicht zu fassen, dass du jeden Tag damit spielen darfst. Das wird nie langweilig. Wenn sie das darf, warum schleicht sie sich dann rein? Was ist das? Oh mein Gott. Das könnte beweisen, dass sie Connors Arbeit fortsetzen. Könnte, aber auch nur. Oh. Ach, es gibt ein Feld. Sollten sie nicht richtig sedieren? Warum kann er nicht noch so? Ja, der gute Rhino, ne? Heißt doch, glaube ich, so. Geht es allen gut? Gwen, alles okay? Ja. Danke, Dr. Smythe. Ach, das ist er. Ist schon gut. Sie gehören zu mir. Was hast du hier verloren, Gwen? Du weißt, dass du hier nach Feierabend nicht rein darfst. Schon gar nicht mit Gästen. Dr. Smythe, es tut mir unendlich leid. Das ist mein Freund Peter Parker. Peter Parker. Ich habe von dir gehört. Und ich habe heute viel von ihm gehört. Also, warum seid ihr hier? Oh, das ist meine Schuld, Doc. Ich, also, es ist wirklich erstaunlich, was sie aus Oscorp gemacht haben. Als ich von ihren Veränderungen gehört habe, Nanobots und so, musste ich es mir ansehen. Du, nicht wahr? Komisch, dich hier zu sehen, während ich versuche, diese Artenkreuzungen loszuwerden. Das war also eine Artenkreuzung? Sie haben versprochen, dass Connors Arbeit beendet ist. Wie viele gibt es hier noch? Na, er will sie auch loswerden. Stimmt,
Die Experimente wurden beendet, nur später als erhofft. Wir machen keine Menschen mehr zu Tieren, wie Connors. Aber das passiert, wenn Tiere eine ordentliche Dosis menschlicher DNA bekommen. Kommt von mir. Ich vertraue darauf, dass ihr alles, was ihr seht, für euch behaltet. Natürlich. Das wird nicht auf YouTube hochgeladen, ich schwöre. Poison Ivy gibt's wahrscheinlich auch, ne? Höhö. Was zum Geier? Noch eine dieser Artenkreuzungen? Kann man gehen? Das ist verrückt. Die Echse hat beinahe die Stadt zerstört. Wer würde diese Dinger weiter erschaffen wollen? Es braucht Zeit, die Ethik einer ganzen Firma zu ändern. Einige Wissenschaftler meinen, diese armen Kreaturen hätten ihren Nutzen, aber den Streit haben sie verloren. Heute Nacht verschwinden diese Artenkreuzungen. Wir schicken sie zur sicheren Entsorgung ins Biolabor. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hat das Ding schon was gegessen? Es sieht immer so aus. Connors Werk wurde weiter vorangetrieben, als wir dachten. Hey, wo ist der hin? Komm raus, kleines Kerlchen. Das kleine Kerlchen ist eine wandelnde Plage. Direkter Kontakt führt zur Infektion. Infektion führt zum Tod oder zur DNA-Vermengung. Ich will, dass du ein Mensch bleibst, Parker. Ja. Gibt es ein Heilmittel? Wir bleiben ein Mensch. Und für diese Dinger nicht. Na, wie ein Superheld. Menschlich. Sie stammen aus einer Petrischale und für die Infizierten leider auch nicht. Die Entwicklung eines Gegenmittels bietet Haltet mich nicht für grausam, aber ihr müsst wissen, dieses Ding ist die reinste Plage. Es waren Kreaturen wie diese, die Europa mit der Pest niedergestreckt haben. Das bezweifle ich. Ich habe noch nie ein 2 Meter großes Rattenvieh in der Geschichte gesehen. Außer bei Turtles vielleicht. So reagiert es eigentlich nur in der Nähe anderer, ich meine, gut aussehende Typen wie mich? Ich bin's gewohnt. Biologische Wesen sind unberechenbar. Roboter nicht. Ich habe gern die Kontrolle. Unberechenbar was? Was ist das? Ein Leguan? Das ist der merkwürdigste Bürorundgang aller Zeiten. Keine Sorge, Parker. Das ist ja auch kein Bürorundgang, nicht? Wenn du es siehst, wirst du es lieben. Entschuldigung, Dr. Smythe. Jemand mit Sonderfreigabe müsste mir helfen, das in Sektor B zu bringen. Dafür habe ich keine Zeit. Gwen, es ist wohl doch gut, dass du hier bist. Kümmer dich bitte um diesen bürokratischen Mumpitz als kleine Strafe für den Einbruch. Hilf ihm und komm nach, wenn du fertig bist. Doktor, ich gehe lieber mit, damit sie nicht gefressen wird. Ich verstehe. Und vielleicht schieben wir noch einen Quickie. Die Bestie ist von Schönheit ebenso verzaubert wie der Mensch. Wir sehen uns später im Labor und kein Rundgang. Das ist ein Befehl, Stacy. Sicher, Dr. Smile. Komm schon, Pete. War nett mit Ihnen, Doktor. Ebenso, Parker. Das ist doch ein Alien. Nein. Das geht jetzt ein bisschen zu weit, oder? Scorpion, Bitch. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann den Kopf nicht mehr steuern. Wir lassen es hinter uns. Ich glaube ihm. Was zum. Was hast du getan? Ich hab nichts. Was hast du getan, Peter? Schon wieder. Immer musst du alles versauen. Mit deinem blöden, guten Aussehen. Das hab ich. Oh mein Gott, es öffnet das Glas. Mein Gott, das Glas hält es doch nicht aus. Wer hätte es gedacht? Na komm, Peter, zur nächsten Telefonzelle und dann rufst du Superman an. Ja, halbe Stunde Let's Play hier, und ich konnte den Kopf bewegen. Cool. Aber jetzt kann ich noch nicht mehr bewegen, also von daher, du kannst nicht helfen. Nein, natürlich nicht. Schick die Frauen alle nach vorne. Die Frauen und die Schwarzen. Na, wenn eine Schwarze jetzt getroffen wird mit dem, ja. Wer hätte es gedacht? Ziemlich überraschend. Nein. Das darf nicht passieren. Nein. Nein, nein, Gwen. Sieh mich an. Gwen. Ist sie jetzt nicht schon infiziert? Wie öffnet man das Ding? Nein! Nein! Okay, ist das ein Traum? Hat er sich gerade umgezogen, ohne dass wir das gesehen haben? Dabei sind wir doch seine Augen. Faszinierend.
Bäm! Was? Halten? Ach, halten. Ach so, ist dieser komische Modus, in dem man nichts macht, sondern nur einen Knopf drückt. Und alles passiert von alleine. Ah, das Kostüm sieht auch schon ganz cool aus eigentlich. Mir geht's gut. Bring mich zum Quarantänebereich. Von dort aus kann ich dir helfen, die anderen Wissenschaftler zu retten. Auf zum Quarantänebereich. Diese Roboter sehen aus, als wollten sie mich fressen. Die Programmierung soll uns vor Artenkreuzungen schützen. Und du bist irgendwie auch eine... Irgendwie bist du auch eine Artenkreuzungsbeide. Ich hab's dir noch nicht gesagt, aber... Es tut mir leid. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Keine Angst, Quinn. Keine Angst, Quinn. Gwen. Wir laufen hier so ein bisschen chillig rum und, nichts passiert, weil es ist das Tutorial und ich kann nicht kämpfen, wenn ich dich auf dem Rücken hab. Kannst du nicht drüber schwingen? Ich und schwingen? Ach doch, das geht ja. Zack. Oh, und wenn diese Dinger aufs Korb verlassen? An das Wenn möchte ich gar nicht denken. Tschu. Und er schwingt wieder. Na komm, setz die Schlampe ab, ich will kämpfen. So, Mist des Roboterviechers. Okay, doch nur zwei. Yeah! Ach so, was ist das? Okay. Funktioniert da so ein bisschen wie bei Batman, ne? Arkham Asylum oder City. Das Kampfsystem nur anscheinend nicht ganz so gut, weil es hat sich gerade so ein bisschen nicht wirklich. Es hat sich nicht so angefühlt, als würde ich spielen irgendwie. Wo soll ich hin? Einfach wieder hoch. Doch nicht. Um Gwen Balkon. Hä, wo ist denn Gwen? Gwen. Peter, ich brauche Hilfe. Da war ich doch eben. Bin ich... Ja, sag mal, träume ich oder wache ich? Ach, jetzt? Okay. Ach, guck, sie leuchtet sogar. Damit man ja nicht vergisst, dass das Gwen ist und nicht, irgendwer anders. So, ach, jetzt ist die Tür unten offen, ja. Da ist ja schön hier. So, und weiter geht's. Halten, um anzusehen. Ich habe auch noch kurz gedrückt. Zumindest angesehen. Okay. Die Tür wurde versiegelt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Lass uns so einfach den einzigen Weg gehen, den es gibt. Oder auch nicht. Oskorps Sicherheitssystem. Ach, das ja. Das ist ja das beste Sicherheitssystem der ganzen Welt, nicht? Zack. Und jetzt, hier, Windows. Ne, was ist das? Gibt's jetzt hier nicht einen Knopf? Hier gibt's bestimmt jetzt einen Knopf, den ich aufmachen kann. Den ich drücken kann. Okay, ich sehe, das war schon wieder falsch von mir. Ich bin schon wieder viel zu überheblich. Da leuchtet doch was. Wenn was leuchtet, dann muss man da hin. Das ist die alte Mottenlogik. Ach so. Kann ich die nicht aufheben und mit ihr dadurch? Nein. Aber okay. Wie kletter ich eigentlich irgendwo lang? Ach, einfach so. Okay. Ist ein bisschen. Naja. Ist schon okay. Ist alles okay. Ich gucke einfach auf den Bildschirm, was ich drücken muss. Zack, 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 komm hier. Oh. Okay, sollte reichen. Ach, guck mal, er steckt die sogar so ein, als wären das Wachen. Eben. Okay, glaubt mir einfach. Achso, ich dachte, ich muss Gwen noch holen. Anscheinend nicht.
typisch neue Videospiele. Jeder Move, den man gerade gelernt hat, muss auch natürlich dann immer angezeigt werden. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie das geht. Ich bin ja doof. Tutorial, du bist das Beste. Hua, hua, hia. Tja, tja, ha. Zack. Ja, hätten sie eigentlich auch Spider-Man Arkham City nennen können, ne? Oh, hier. Roboterviechers. Netzrückzug? Ach so, und Netzhieb. Und Netzrückzug und Netzhieb. Und Netzrückzug und Netzhieb. Ist ja schwul, kämpft denn so? Kein Mensch auf der ganzen Welt. Willst du mehr? Hä? Dann komm her hier, du Robotervieh, der du mich nicht verstehst, weil du ein Robotervieh bist. Wie ist es damit? Und was willst du machen? Hä? Was willst du machen? Pretty, pretty good. Ich bin Spider-Man. Didum, didum. Okay. Hier, Spidey, zieh dir doch so einen tollen Anzug an. Und dann nenne ich dich Gordon Freeman und wir haben alle Spaß. Danke, Pete. Danke, Pete, ich bin zu schwach. Er hat mir ein bisschen Stoff von der Schulter gerissen. Also wenn es da so ein System gibt, wie bei Skynet oder so, dass alles überwacht, so eine KI, würde ich sagen, ist auf unserer Seite, weil jede Tür wurde exakt dann aufgemacht, wenn wir raus mussten. Ich versuch's, aber Gwen, ich muss es wissen. Was wird passieren? Was wird passieren? Mit dir? Ich weiß es nicht. Du blutest zwar nicht. Ich bin infiziert, Pete. Aber du bist infiziert, weil er dich angefasst. Erinnere dich an Connors. Das Ende ist unausweichlich. Aber... Ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, nicht? Es hat schon mal geholfen. Connors war einem älteren Stamm ausgesetzt. Damals war es kaum ein echtes Virus. Mittlerweile ist es mutiert. Es gibt einfach kein Gegenmittel. Und wenn ich die Artenkreuzungen aufhalte? Sie müssen aufgehalten werden. Aber und selbst wenn das klappt, kann sich das Virus... Und wenn wir miteinander nochmal schlafen? Ich meine, Minus und Minus ergibt Plus. Sind wir dann nicht wieder nicht beide zu, Menschen? Dass sie etwas zustößt, okay? Nein. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich finde Dr. Smythe. Warte, Peter. Nimm das Osphone vom Tisch. Das was? Das so was? Das Oscorp-Telefon. Das Osphone? Das ist ein Prototyp, aber immerhin kann ich dich anrufen. Okay. Das ist ja wohl der geilste Name, den ich je gehört habe. Neues Upgrade. Und ein Osphone. Character Upgrades. Angriffsschaden, Überraschungsangriff, Kraft, Netzhüpfer und Netzsprint-Timer und Kampfboost. Okay. Ach, man kann noch blättern. Ach du Scheiße. Netzstärke, Schnellfeuer, Wandexplosion. Spider-Man kann Sachen zum Explodieren bringen. Netzreichweite. Oh Gott. Achso. Spielfortschritt, blabla, dadidaba, bladadada. Ja, ich würde sagen, machen wir einfach mal Angriffsschaden, wa? Ist nicht verkehrt, würde ich schätzen. Und, geht noch was? Nein. Was leuchtet denn da? Ach so, Charakter und Technik. Ah, mach ich mal, ach komm hier, wir gehen auf Stärke, wir sind... Männer. Okay, Spider-Man halt, ne? Verlassen.
17 Stunden nach dem Zwischenfall. Ja, ich habe ihn und die anderen Wissenschaftler in die Quarantäne gebracht. Aber sie sind alle infiziert. Und die Artenkreuzungen? Wo sind sie? Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie sind entkommen. Naja, du hast mich erwischt, die Echse. Warum sollten diese Kreaturen so anders sein? Wenn sie nur wüssten. Weil sie sind größer und stärker und infizieren mich. Ne, mich eigentlich auch, ne? Ach, keine Ahnung. Spider-Man berichtet Connors, was vor ein paar Stunden passiert. Dies, da. Bla, okay. Ich will durch die Stadt schwingen noch wenigstens. Das ist doch die Stadt, ne? Ja, Manhattan. 4 Stunden nach dem Zwischenfall. Ist ja schon fast wie bei 24 hier. Infizierte Bevölkerung 125. Wer ich bin? Ich bin Spider-Man. Und ich sitze hier einfach so, weil ich kann. Yeah! Ich habe nichts gedrückt, das war von alleine. Alles okay? Ich weiß nicht. Wow. Okay. Okay, laber nochmal aus. Ich kenne jemanden, der helfen kann. Sei vorsichtig, Peter. So. Na. Programmiert seine Roboter darauf, Artenkreuzungen zu fangen. Ich also vielleicht auch. Egal, hier Roboter, bla bla. Hey, was ist das? Was ist das? Ich greife besser mal aufs Handy zu. Da, Captain America, geil. Epizentrum des Erdbebens. Spider-Man berichtet Connors, was vor ein paar Stunden passiert ist. Ist das wirklich Captain America-Zeichen? Einfach so? Okay, was? Ja, komm hier weg. Ich glaube, ich werde dieses Telefon. Was ich von Anfang an schon gehört habe, also ich spiele es jetzt zum ersten Mal, aber ich habe schon gehört, dass das Schwingen nicht mehr so ist wie bei den alten Spielen, also bei Spider-Man 2 zum zweiten Film oder zum dritten Film, da konnte man ja auch frei durch die Stadt schwingen. Und er hat sich auch wirklich immer an den Häusern also er hat die Netze zu den Häusern geschossen, um sich daran lang zu schwingen. Und hier in dem Teil soll es so sein, dass man auch einfach im Himmel schwingen kann. Also es achtet eigentlich überhaupt nicht darauf, ob da Häuser sind. Und leider stimmt das. Das ist scheiße. Ich fand, das hat immer gerade so Bock gemacht, weil dann konnte man sich mal so und dann... Ja, es war irgendwie ein anderes Gefühl. Und wenn man gut war, konnte man sich dann da auch noch schnell dran langziehen. Und an den Häusern langlaufen und so. Das ist ja jetzt alles vereinfacht und man macht nur diesen Move hier und er macht alles von alleine. Und das ist irgendwie nicht so cool. Jetzt hätte man selbst die Kontrolle, finde ich. Schade, schade. Aber ich meine, also es ist schon nicht schlecht. Ach, okay, laufen kann man immer noch. Tja, tja, hu, hi, ha. Ja, ich denke mal, es ist schon ganz geil. Aber trotzdem ist es schade. Weil das war eigentlich schon ein ziemlich geiles System für den alten Teil. Kann ich mich nicht nach oben springen irgendwie? Ach, ich bin mal drauf. Also, im ersten Moment habe ich das Gefühl, okay, es ist Spider-Man, er muss... Ah, es kommen mir so... Warum ist er jetzt zum Beispiel rechts gelandet? Ich springe hier hoch. Und er landet da rechts. Das ist komisch. Die nehmen einem immer mehr Kontrolle selber weg von den Spielen, habe ich das Gefühl. Das fällt mir bei Spider-Man gerade extrem auf. Das ist ein komisches Spielgefühl irgendwie. Aber Grafik... Nicht schlecht, eigentlich würde ich sagen. Klar, ist eine Riesenstadt, die kann nicht perfekt aussehen. Bis jetzt fallen mir eigentlich noch keine wirklichen blöden Sachen auf. Okay, bis auf die Tatsache, dass es keinen Verkehr gibt anscheinend. Aber das Kostüm, wie gesagt, habe ich eben auch schon mal gesagt, finde ich, sieht ziemlich cool aus. Da, ich will einen Hubschrauber. Bin ich? Nein. Schade. Yeah, Spider-Man. Ach, man kann gar nicht auf den Boden klatschen. Man kann nicht auf den Boden klatschen? Schade. Warum haben die jetzt von mir Angst? Warum laufen die weg?
Ich mach doch gar nichts. Ich bin doch lieb. Meistens. Ja, hier, komm, eine Mission machen wir jetzt noch. Die, wo das Captain America Schild gerade blau geworden ist. Yeah! Ich falle und ich lande in einer Zwischensequenz. Da ein das ist nicht offen. Nee, Leguan. Ein Leguan-Man-Vieh. Aber seltsamerweise fällt gerade ein Auto auf mich. Aber Spider-Man ist da. Oh, das ist schön. Wir kuscheln ein bisschen und schon geht es weiter. Zurück zum Studio. Was zum Teufel? Das ist jetzt wirklich so ein Roboter von Oscorp, der dafür da ist, die Mutanten zu killen? Okay, ich würde fast sagen, es ist etwas übertrieben. Was? Ich bin verwirrt. Komm, mach doch deinen komischen Netzhieb da. Ja, ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde machen. Glaube ich. Ja, war so geplant. Deswegen höre ich gleich erstmal auf. Mach aber vielleicht noch weiter und lad dann vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten Teil hoch. Deswegen ist gerade total spannend. Ich sage jetzt einfach schon mal Tschüss und höre dann vielleicht hier auf. Und dann, bis demnächst.